so läuft hier. Wir sind beim New TV Forum zu den Hamburger YouTube Stars. Wir hatten natürlich einen Kölner Gast hier, Christoph Krachen von Klicksum. Ja, berichte doch mal ein bisschen, was du so machst und ja, was du heute hier so erlebt hast. Ja, ich habe ja selber wenig erlebt. Das ist ja immer lustig, wenn man da vorne steht, dann kann man gar nicht beurteilen, wie man so ankommt. Aber was ich gehört habe, ist wohl ganz gut angekommen in der Form, dass man so ein bisschen verstanden hat, wie YouTube funktioniert. Weil das ist ja für viele noch ein großes Rätsel. Für uns zum Teil auch, aber das bleibt unter uns. Und zwar, ich bin Moderator einer Online-Talkshow, die heißt Klicksum oder klicksum.de nennen wir sie auch, damit man das über die Domain findet. Besserer Tipp, jetztredeich.de eingeben, dann landet man auch auf unserem YouTube-Kanal. Und das ist sehr erfolgreich. Wir haben das Format Talkshow neu definiert fürs Netz und machen eine Talkshow, die zum einen sehr authentisch ist. Das war wieder so ein Begriff, den viele für breit getreten halten, aber den ich immer noch für sehr wichtig halte. Ich habe heute Abend gesagt, das ist wie ein Kind, dem man in der Grundschule immer wieder sagen muss, du musst deutlich schreiben, sonst kann es keiner lesen. Und dieser Begriff authentisch, den kann man nicht oft genug betonen, weil ihn ja oft oder immer noch sehr viele nicht richtig interpretieren, nicht verstehen. Ich kann es auch nicht mit allen Feinheiten erklären, aber es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Nun, diese Authentizität haben wir bei uns erreicht, indem wir vom Anfang an drehen, das heißt, der erste Handschlag mit unserem Gast ist bei uns im Video zu sehen. Das heißt, der Zuschauer ist auch von Anfang an dabei, der erlebt den Gast so, wie er ist. Und das zweite ist, ich habe keine Fragen vorbereitet. Das heißt, ich gehe in das Interview mit der Frage, wie ist die Lage, und dann gucken wir mal, wohin die Reise geht. Und das ist oft sehr spannend, weil uns Prominente Sachen verraten, die sie woanders vielleicht nicht erzählt haben. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Jan Delay, der bei uns zum ersten Mal überhaupt von seiner Freundin gesprochen hat. Die Plattenfirma rief mich danach an und sagte, Christoph, wir wussten gar nicht, dass der eine Freundin hat. Und das ist dann natürlich, das ist dann so ein Punkt, wo man sagt, ja, unser Konzept funktioniert. Durfte dir es auch ausstrahlen? Ja, ja, klar, natürlich. Nee. Wir machen keine Interviews, wo wir nachher eine Freigabe bekommen. Das geht nicht. Und das ist so ein Blinks. Und natürlich unsere Klickzahlen sind unglaublich. Das heißt, wir haben so 3 bis 4 Millionen Views im Monat. Insgesamt haben wir jetzt schon in anderthalb Jahren 40 Millionen angesammelt. Das sind sehr, sehr gute Ergebnisse. Und wir sind total happy, dass das so super funktioniert. Das ist Klicksum. Ja, man munkelt ja sogar, ihr könntet damit sogar ein bisschen Geld verdienen, ja, so ganz nebenbei. Ja, es ist noch sehr knapp, weil die, das ist, ich darf ja über Geld nicht reden, die Tausender Kontaktpreise, also das, was man pro 1000 Zuschauer bekommt für Werbeeinblendung, die sind noch sehr übersichtlich bei YouTube. Aber es ist schon interessant, weil man ganz andere Zahlen hat als auf anderen Portalen, eben Millionen. Und dann geht das schon in Bereiche, wo man sagen kann, ah, noch ein bisschen, und dann ist es auch wirklich so, dass es rechnet. Also wir verdienen mehr, als die reinen Kosten sind, aber wir verdienen noch nicht so viel, dass man sagen kann, das ist ein Projekt, was sich rentiert. Aber wir sind kurz davor. Wir wollen ja hier auch mit einem Kollegen zusammenarbeiten, der die In-Video-Werbung ermöglichen wird. Das heißt, wir können die ganzen Pre-Rolls, die Werbung, die vor dem Video kommt, abschalten. Super Vorteil für die Nutzer. Und dann gibt es nur auf dem Monitor neben mir, was aber nachträglich eingespielt wird, austauschbar ist, was weiß ich, Klicksum präsentiert von oder Klicksum unterstützt von oder ein kleiner Hinweis auf einen Werbeträger, der aber als Vorteil für den Werbeträger im Video ist, als Vorteil für den Zuschauer kein Werbespot ist und ja, als Vorteil für uns sind das bessere Einnahmen, weil es eben nicht diese Massenware ist. Das war heute auch ein ganz interessantes Thema, was wir hier von Impossible Software gehört haben. Meinst du denn, dass sozusagen die Formate, die auf YouTube und im Web entstehen, auch langfristig das klassische Fernsehen verändern werden von den Formaten? Müssen die nachziehen, also genauso frech und frisch sein wie du zum Beispiel, ja, um sozusagen noch ihr Publikum zu erreichen? Ja. Ich glaube, viele, viele Formate, die es auf YouTube gibt, die lassen die Zuschauer darüber nachdenken, was es eigentlich so im Fernsehen gibt. Und das, die eine oder andere Sendung kommt dann doch sehr schnell als Massenware rüber, als unpersönliche Massenware. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. YouTube ist persönlich, Fernsehen ist unpersönlich und die Zuschauer wollen natürlich was Persönliches haben. Und das bekommen sie auf YouTube. Und deswegen glaube ich, dass YouTube das Fernsehen verändern wird. Es wird halt wie mit allen Medien sein. Das Radio hat nicht die Zeitung getötet, das Fernsehen hat nicht das Radio getötet, das Internet wird auch nicht das Fernsehen abschaffen. Aber es wird was verändern. Das können wir uns einfach, was hat das Radio verändert mit der Zeitung, was hat das Fernsehen mit dem Radio verändert? Das hat dann andere Rollen eingenommen. Das Radio ist heute das Medium, was man im Auto hört. Das Fernsehen wird das Medium sein, wo man sich immer noch als Kamin abends in der Sitzgruppe drum schart. Das wird das Internet nicht sein, das wird nicht das Lagerfeuer sein. Es wird was anderes sein. Es wird eine andere Position sein für eine aktive Medien.
Mediennutzung. Und das machen die jungen Menschen ja immer mehr. Wir haben so 70% 13- bis 24-Jährige und davon sind ein großer Teil sehr aktiv, kommentieren, voten und so weiter. Das ist halt der Unterschied. Es ist eben aktiver und damit muss es auch persönlicher sein und das ändert, wird auch das Fernsehen. Aber ich kann mir doch in Zukunft, kann ich mir doch auf dem Hybridfernseher 24/7 Christoph Krachten nonstop angucken als Christoph Krachten TV. Also da ist es doch eigentlich schon verschmolzen. Da wird sich ist das die Zukunft? Das weiß ich nicht. Es wird sicher verschmelzen, aber das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß auch nicht, ob Google TV so ein Erfolg wird. Ich glaube, in Europa wird es jetzt erstmal nicht gelauncht. Das werden wir alles sehen. Die Frage, das ist auch eine letztlich marginale Frage. Wenn ich heute auf Vollbild schalte auf YouTube, habe ich schon sowas wie Hybrid TV, dann schaltet sich YouTube Lean Back ein seit ein paar Wochen und ich kann alles mit einer Maus und Tralala bedienen, das heißt auch mit einer einfachen Fernbedienung. Das, der Schritt zum Fernseher und überhaupt diese untereinander, das wird alles miteinander verschmelzen. Wohin da wirklich die Reise geht, wie die Nutzung am Schluss aussehen wird, das werden die Nutzer entscheiden, bin ich ziemlich sicher. Jetzt muss ich diese Frage natürlich stellen. Letzte Woche warst du auf Berlin auf dem großen YouTube-Event. Du kommst selbst aus Köln. Heute Abend haben wir die Hamburger YouTube-Stars gesehen. Wo spielt für dich denn jetzt eigentlich so die Musik in der deutschen YouTube-Szene? Also Hamburg ist sicher ein Ort, da sind eine Menge. Köln ist ein Ort, Köln-Düsseldorf würde ich jetzt sagen. Also White City, Herr Tutorial und ich. Köln und Düsseldorf zusammen, das hört man jetzt auch selten. Die berühmte rheinische Feindschaft hier aufgehoben in Hamburg, das freut mich natürlich sehr, aber das ist jetzt ein sehr intimer Moment wahrscheinlich. Das willst du auch gar nicht aufgenommen wissen, ne? Doch, das ist gar kein Problem. Ich sag mal, das zwingt uns im Moment Herr Tutorial auf, dass ich das in einem Atemzug nennen muss. Ich sag mal, die Rheinschiene. Ich würde es jetzt mal Rheinschiene nennen. Alles klar, okay. Die Achse Hamburg-Bremen gibt es ja auch. Die ist ja, da ist man sich ja auch besonders wohlgesonnen. Okay, du wolltest noch mal über dein Buch kurz erzählen. Weil du wolltest ja, gebündelten Tipps sozusagen. Ja, jetzt habe ich wieder keinen Flyer. Es ist furchtbar. Ich habe ein Problem mit der Selbstvermarktung. Aber das ist hier YouTube at its best, ja? Genau. Es ist einfach spontan. Es ist nichts vorbereitet, es kommt niemand und reicht dir das jetzt sozusagen von der Seite rein. Okay, ich weiß nicht. Nein, also wir haben ein Buch geschrieben, YouTube, findet man auch ganz einfach auf Amazon.de. Einfach YouTube als Suchbegriff eingeben. Der zweite Suchpunkt von oben ist es. Leider nur der zweite, weil das Buch kann man noch gar nicht kaufen. Das ist nur vorbestellbar und im Juni kommt es dann raus. Wir sind aber in den letzten Zügen. Ich habe gerade noch eine Mail vom Lektor bekommen. Gleich schreibe ich noch ein bisschen was, Glossar und so muss noch ein bisschen was gemacht werden und dann ist es fertig und im Juni kommt es raus. Und zwar alles zum Thema, was brauche ich eigentlich, um erfolgreich auf YouTube zu sein. Angefangen von, wie mache ich einen Kanal auf, wie melde ich mich überhaupt an, wie drehe ich, was für eine Kamera benutze ich, Licht, Kameraeinstellungen, Drehbuch, Dramaturgie, wie stelle ich ein Video online, was muss ich machen, damit es möglichst schnell von vielen gesehen wird und. Alles steht da drin, das wird es dann ab Juni geben. Und ebenso aus unserer Perspektive, was wir gelernt haben in diesen anderthalb Jahren auf YouTube, was man alles richtig und was man falsch machen kann, aber es geht mehr um das, was man richtig machen kann. Und ich glaube, und da gibt es ein ganz wichtiges Indiz, es gibt einen Kanal, der hat mich am Anfang so mal ausgefragt, was muss ich mal machen. Und dem habe ich so ein paar Tipps gegeben und jetzt hat er statt 50 Abonnenten 1400. Also man sieht, wenn man so ein paar Tipps befolgt, da kann man schon relativ flott einen einigermaßen großen Erfolg haben. Ja, wir freuen uns dann auf deine Tipps für den Hamburg at Work YouTube-Channel, auf dem dieses Video dann in Kürze live gehen wird. Wir sehen uns ja auch am 12. Mai genau. In Hamburg schon wieder. Da kommst du nämlich zum... Wie heißt es? Next... Ne, du musst es sagen. Next TV, nein, New TV Kongress. New TV 2011, Kongress. Christoph Krachten, auch mit von der Partie. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass du hier warst. Ich freue mich auf den Mai dann. Und ja, ich freue mich auch, das war ein tolles Event heute. Alles klar, ciao. Bis dann, ciao.